Wie sagt man auf Englisch 10? Fürchten. Also dein R ist in deinem F, aber es gehört nach hinten. Deswegen, kennst du eine Tür? Oh, jetzt mache aus dem T ein F. Gut, Satz zurück. Die Verben sind zum Beispiel annehmen, glauben, fürchten, hoffen, meinen, sich wünschen. Kennst du die schon alle? Annehmen ist in diesem Fall ein Gedanke. Ich kann auch einen Brief annehmen oder was geschieht schon das erste Beispiel? Ich nehme an, dass. Regierung, das wird wie ein G gesprochen. Da musst du beim Sprechen auch drauf achten. Einmal ein I, einmal ein N am Ende. Also ist das Mehrzahl. Ich wünsche mir das S. Also wenn du von Mehrzahl redest, ne? Oh, Patientin ist Singular. Patientin ist weiblich Singular. Und du hast geschrieben, Patienten, besser geht.